Hallo und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Sendung. Stuggi TV feiert 10. Geburtstag und ich melde mich hier von der Jubiläumsfeier. Mit dabei sind prominente Gäste wie Baden-Württembergs Landtagspräsidentin Muterim Aras und Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper. Aber auch Bundestagsabgeordnete, Landtagsabgeordnete und Mitglieder des Gemeinderats, aber auch viele bekannte Gesichter hier aus der Stadt und ehemalige und aktuelle Mitarbeiter von Stuggi TV. Die Landtagspräsidentin Muterim Aras ist heute bei mir. Sie halten ja nachher auch eine Rede. Wie wichtig ist es für Baden-Württemberg, dass wir eine vielfältige Medienlandschaft haben? Das ist nicht nur für Baden-Württemberg wichtig, sondern eine vielfältige Medienlandschaft ist essentiell für unsere Demokratie. Und deshalb bin ich dankbar um jedes Medium, das Qualitätsjournalismus betreibt. Und dazu gehören Sie eindeutig als Stuggi TV. Der Journalismus verändert sich ja auch und wie wichtig ist es in Ihrer Sicht, dass es eben auch so junge Angebote wie Stuggi TV gibt, die sich dann vielleicht auch abgrenzen von heutigen Influencern und eben richtigen Journalismus bringen? Ich glaube, Journalismus ist unglaublich wichtig und auch die neuen Medien und wir brauchen eine Ansprache für junge Menschen, für eine Zielgruppe, die Printmedien nicht in den Händen halten, wie ich zum Beispiel, sondern die sagen, ich bin genauso interessiert an der Politik, an der Gesellschaft, aber ich informiere mich anders. Und da sind die Medien gut beraten, sich auf diese Zielgruppe einzurichten. Und auch da leisten sie einfach eine sensationell gute Arbeit. Bei mir steht Oberbürgermeister Frank Nopper. Sie haben ja seit Ihrer Kandidatur in Stuttgart hier bei Stuggi TV Rede und Antwort gestanden. Und wie erleben Sie die Reporter und die Reporterin hier von Stuggi TV? Ich erlebe die Reporterinnen und Reporter von Stuggi TV als frisch, frech, fair und frei. Das klingt gut. Wie wichtig ist es denn für die Stadt, dass es ein journalistisches Medienangebot wie Stuggi TV gibt? Das ist wichtig für die Stadt, weil wir wollen natürlich eine Medienvielfalt, eine breite Medienlandschaft in dieser unserer Stadt. Und deswegen freut es uns sehr, dass es einen Online-Sender gibt wie Stuggi TV, den ersten regionalen Online-Sender in ganz Baden-Württemberg. Vielen Dank, Frank Nopper. Alles klar. Moderiert wird der Abend im Übrigen von Lea Wagner, die selbst ihre ersten Moderationserfahrungen hier bei Stuggi TV machen durfte und mittlerweile eine bekannte Moderatorin ist und zum Beispiel das Skispringen in der ARD moderiert. Lea, schön, dass du zurück bei Stuggi TV bist. Wie hast du denn selber den Sender in Erinnerung? Ja, erstmal vielen Dank, ich freue mich auch und ich habe den Sender vor allem so in Erinnerung, dass man extrem die Chance bekommen hat, sich hier auszuprobieren. Also David war total offen für alle Ideen und hat einem total viel geholfen und es war einfach ein Arbeitsumfeld, wo man sich super entwickeln konnte und sich einfach ausprobieren konnte und dafür, glaube ich, ist jeder junge Journalist, jede junge Journalistin sehr, sehr dankbar. Passt auch direkt zu meiner nächsten Frage und zwar, wie du findest, wie wichtig ist das für Nachwuchsjournalisten, Journalistinnen, dass es eben so Angebote wie Stuggi TV gibt? Extrem wichtig. Also vor allem vor 10 Jahren noch, ist echt unglaublich, dass jetzt schon vor 10 Jahren hier David diesen Sender gegründet hat, gab es ja noch nicht so, dass es Online-Fernsehen gab. Das war damals total selten. Und als Praktikant hat man niemals die Chance bekommen, auch mal eine Kamera zu halten, geschweige denn zu moderieren. Und ich glaube, dafür war es extrem wichtig und ist es nach wie vor, wobei jetzt mittlerweile eben auch andere Sender das erkannt haben nach dem Vorbild von Stuggi TV und auch jüngeren Leuten die Chance geben, sich irgendwie ein Online-Format mal auszuprobieren. Aber da war Stuggi TV tatsächlich Vorreiter. Auf jeden Fall sehe ich auch so. Du bist ja mittlerweile wirklich ein Profi in Sachen Moderation. Jetzt moderierst du heute Abend hier zum Beispiel auch auf der Bühne. Wie ist es bei dir mit Thema Aufregung? Bist du überhaupt noch aufgeregt vor deinen Interviews oder vor deinen Moderationen? Es kommt voll drauf an, auf die Sendung so. Also wenn ich weiß, dass das was Kritisches wird und dass da sehr große Augenmerk drauf liegt, dann schon noch aufgeregt. Wobei ich würde eher sagen, positive Anspannung und die ist tatsächlich immer da und da hoffe ich auch wirklich, dass die für immer bleibt. Weil das kennst du vielleicht auch, so wenn man dann loslegt, dann geht wie so ein Licht an. Dann ist man einfach präsent und kann sich konzentrieren und irgendwie hat man eben auch die volle Gehirnkapazität, die man dann ausschöpfen kann und ist nicht in diesem trägen Modus, so wie im Alltag, dass du oft mal Dinge vergisst und so. Und auf einmal bist du da und es geht wie so ein Licht an und dann weißt du, okay, jetzt bin ich bereit. Und diese positive Anspannung, ich hoffe, die bleibt für immer, weil die ist essentiell. Da drücken wir dir auf jeden Fall die Daumen und ganz viel Erfolg weiterhin. Dir und vielen Dank für das Interview. Vielen Dank. Ein richtig toller Samstagsommerabend hier in Stuttgart. Ich werde mir jetzt erstmal was zu essen und zu trinken holen und dann noch mit ein paar weiteren Gästen quatschen.
TV ist natürlich jung und das ist frisch und es ist total stadtnah, deswegen mag ich es total. Also ich meine, es ist zweimal 10-Jähriges und natürlich auch ein 20-Jähriges, ein 30-Jähriges, ein 40-Jähriges. Ich hoffe, dass die Entwicklung, die in den letzten Jahren auch nochmal positiv weitergegangen ist, gerade was die Begleitung von den ÖBB-Wahlen angeht, fand ich sehr eindrücklich und eben auch schnell da zu sein und sich als Medium weiter in Stuttgart in der Form zu etablieren. Ich würde mir wünschen, dass es eigentlich genauso bleibt, dass die Qualität erhalten bleibt und dass wir auch weiterhin Stuggi TV in Stuttgart haben, dass über lokale Themen auch weiterhin gesprochen wird und dass nicht nur in die weite große Welt hinaus geschaut wird, sondern dass auch diese kleinen Ereignisse, die alle Stuttgarter wirklich berühren, weiterhin berichtet wird. Für die Zukunft wünsche ich zunächst mal, so weiterzumachen wie bisher und vielleicht sogar noch besser zu werden, wobei da wirklich nicht mehr so viel Luft nach oben ist. Stuggi TV ist einfach eine feste Anlaufstelle für aktuelle Berichterstattung aus dem kommunalpolitischen Leben, aus der Stadt, was hier los ist, was die Leute hier bewegt. Und da ist es nicht wegzudenken. Ja, für mich war Stuggi TV eine Berührung während meiner Landtagsabgeordnetenzeit. Ich war hier mal dabei und durfte auch eine Redaktionskonferenz miterleben und habe da das erlebt, was wir vorher gehört haben, dass es nämlich hier klar zur Sache geht, konkret und nicht lang rumgeschwätzt wird. Und das war eigentlich so eine ganz persönliche Erfahrung, die ich mit Stuggi TV hatte. Neben mir nun Gudrun Nopper. Was verbinden Sie mit Stuggi TV? Also Stuggi TV kenne ich von 2012. Mein Sohn Karl Alexander kam damals vom Vasen und hat gesagt, Mama, ich habe ein Interview gemacht fürs Fernsehen. Dann habe ich mir das angeschaut und das war eben Stuggi TV. Und er war total glücklich und stolz und hat es auch gleich auf Instagram gepostet. Und da bin ich drauf aufmerksam geworden und natürlich im Wahlkampf. Super, dass es Stuggi TV gibt, habe ich immer meinem Mann gesagt. Das sind wirklich die Leute, die gut recherchieren, alle gleich behandeln und fair sind. Ganz tolles Team. Jung, sachlich und gut. Aktuell, liebenswert und vielfältig. Und mit Stuggi TV verbinde ich eigentlich die neuesten News für Stuttgart allgemein für uns. Ein Online-Sender, der einfach rundum informiert und immer auch mal Einblicke gibt in Sachen, die man sonst nicht so mitkriegt durch die Presse einfach. Eine ganz lange Freundschaft. Ich habe ja als Jugendrat angefangen und jetzt unter anderem als Mitarbeiter mit dabei. Also eine ganz, ganz lange Freundschaft und ganz viele schöne Momente und eine schöne Zeit. Stuggi TV ist irgendwie, das ist so ein altes Wort, heimelig ein bisschen. Also es ist dicht dran in Stuttgart, ja. Und ich gucke auch bei Stuggi TV immer, wenn ich denke, ich will wissen, was junge Leute so denken, dann gucke ich Stuggi TV. Und deswegen finde ich es prima, dass es euch gibt, ja. Jung, dynamisch, aber inzwischen nicht mehr wegzudenken. Schnell, jung und frech. Jung natürlich, ziemlich kreativ und vor allen Dingen fleißig. Dass sie sich noch erweitern, mehr werden, aber es in der Qualität und Form behalten, wie wir es jetzt haben. Ich verbinde mit Stuggi TV engagierte junge Leute, spannende Inhalte. Sehr viele Werbespots für den Jugendrat und das ist auch eine sehr coole Kooperation, wo wir auch sehr dankbar dafür sind. Und ja, es ist echt eine schöne Zeit, wenn der Stuggi TV mit uns Videos dreht. Das macht immer sehr viel Spaß. Und auch für die Jugend an sich ist es einfach ein richtig guter Sender geworden. Ja, ja, und ein Interview darf zum Schluss natürlich nicht fehlen. Und zwar das mit unserem Chefredakteur und Erfinder von Stuggi TV, David Rau. Hallo David. Ja, 10 Jahre gibt es Stuggi TV jetzt schon. Kommt dir das eher lang oder kurz vor? Oh, sehr gute Frage. Wurde mir auch heute noch nicht gestellt. Aber insgesamt würde ich sagen, es ist doch länger als gedacht. Also es fühlt sich länger an als 10 Jahre. Ohne dich gäbe es Stuggi TV überhaupt gar nicht. Wie hast du so diese ganze Entwicklung miterlebt? Was waren so die entscheidenden Momente für dich? Also es war eine wahnsinnig spannende und intensive Reise, bei der ich immer Teil sein durfte. Und es gab verschiedene Phasen. Es ging ganz klein los in kleinen Cafés und es hat sich dann gesteigert. Wir hatten eigene Redaktionsräume und jetzt haben wir halt einfach auch ein großes Team mit sehr, sehr vielen Leuten und haben auch eine gewisse Verantwortung hier in Stuttgart, der wir jetzt gerecht werden müssen. Also es ist jetzt nicht mehr nur so ein Projekt, hey, ich mach mal spontan was oder so, wenn ich Bock habe, sondern wir müssen jetzt sozusagen, die Leute warten drauf. Und von daher ist es natürlich eine sehr, sehr erlebnisreiche Zeit, die ich ja mein ganzes Leben nie vergessen werde. Wie geht's denn mit Stuggi TV weiter? Gibt's da schon irgendwelche Pläne, über die du vielleicht schon sprechen kannst?
Wir sind natürlich weiter dran, die Redaktion zu vergrößern, auch nochmal räumlich, vielleicht nochmal neue Perspektiven zu öffnen, die uns nochmal auch neue Chancen ermöglichen, innerhalb der Landeshauptstadt unsere Berichterstattung weiter auszubauen und auch in der sublokalen Berichterstattung weiterhin Akzente zu setzen. Ja, vielen Dank, David, nicht nur für das Interview, sondern für alles, was wir von dir lernen dürfen, für die ganzen schönen Momente und auf ganz, ganz viele weitere Jahre Stuggi TV. Vielen, vielen Dank. Danke. Und das waren sie, unsere Eindrücke der 10-Jahres-Party. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde jetzt einfach mal sagen, auf die nächsten 10 Jahre Stuggi TV und zitiere dabei Psycho Dino mit: Das ist der beste Sender der Welt.